Würde jetzt gerne noch einen kleinen Extra-Teil machen in dem Podcast, wo wir auf, ich würde sagen, zwei oder drei Krankheiten eingehen. Und ich würde sehr freuen, wenn Sie die für den Laien, sage ich mal, erklären, allerdings trotzdem tiefgreifend gehen. Und da wäre die erste Krankheit Krebs. Das ist jetzt für mich als Beispiel, ich bin kein Medizinstudent, ich weiß nicht so viel wie Ferdinand, mir erklären, wie wirklich, was eigentlich wirklich Krebs ist. Geht das? Ja, klar. Leichte Frage, schwere Antwort. Also Krebs ist zunächst einmal, sagen wir mal, jedes Gewebe im Körper teilt sich. Und das teilt sich nach einem vom lieben Gott und der Natur gegebenen einer Ordnung. Und Zelltod und Zellteilung halten sich eigentlich die Waage. Irgendwann passiert im Genom einer Zelle etwas, was zwar zu einer Zellteilung führt, aber nicht mehr zum Zelltod. Das heißt, diese Zelle fängt sich an, zu einem Klon zu entwickeln und der wächst immer weiter. Das ist, sagen wir mal, laienhaft Krebs. Dieser Krebs hat also, bietet ein lokales Problem in dem Organ, wo er entstanden ist. Und er hat Ausbreitungswege, die bei der einen Krebsart relativ gesetzmäßig verlaufen, bei der anderen sehr erratisch, also sehr unorganisiert. Also eine Ausbreitungsart ist zum Beispiel die Lymphknoten. Das ist also quasi die Domäne der Chirurgie. Wenn Sie einen Organkrebs zum Beispiel im Bauch oder in der Lunge haben, dass Sie nicht nur den Primärtumor, sondern auch den möglichen Ausbreitungsweg über die Lymphknoten berücksichtigen. Das ist eigentlich das Gros der Operation. Das ist das Schwere der Operation, diese Lymphknotenentfernung, diese radikale systematische Lymphadenektomie, so nennen wir das. Das ist eigentlich der Hauptteil der Operation, der komplexere Teil. Was Sie nicht beeinflussen können, ist die Streuung des Tumors, der gewinnt ja auch Anschluss an Blutgefäße. Und damit können Tumorzellen abschilfern, in die Blutzirkulation gehen und dann Fernmetastasen setzen. Also nehmen wir mal an, Sie haben einen Darmkrebs. Der kann sich dann. Was bedeutet das, Fernmetastasen? Bitte? Was bedeutet das, Fernmetastasen? Fernmetastasen, das will ich gerade sagen. Also ein Darmkrebs wächst, kriegt Anschluss an das Gefäßsystem. Tumorzellen schilfern ab, gehen in den Blutkreislauf und setzen sich dann in der Leber und in der Lunge fest. Und diese Fernmetastasen, das ist eigentlich das, was der Chirurg kaum noch vom natürlichen Verlauf der Tumorerkrankung beeinflussen kann. Das ist im Großen und Ganzen das Erkrankungsbild des Krebses. Also wenn ich das richtig verstehe, ist es gar nicht so, dass Krebs jetzt irgendwelche anderen Zellen angreift, sondern sich lediglich ausbreitet und dass das das Problem ist. Er zerstört das umliegende Gewebe durch sein Wachstum. Genau, durch sein Wachstum. Und was sind das dann ursprünglich für Zellen gewesen? Also wenn das jetzt einfach, wenn ich das richtig verstanden habe, sind ganz normale Zellen, die es im Körper auch gibt, die normalerweise Zellteilung machen und da normalerweise Teil von den Zellen stirbt auch wieder ab. Und das sind ganz normale Zellen eigentlich, die dann quasi groß werden. Was sind das denn normalerweise für Zellen? Also das sind zunächst einmal normale Zellen, die dem Organ zugehörig sind, sagen wir mal in der Bauchspeicheldrüse oder im Darm. Aber dieser eine Zellklon fängt dann an, verrückt zu spielen und der hat keinen Zelltod, keinen programmierten Zelltod mehr. Sondern das heißt, der hat ein ungehindertes Wachstum. Er teilt sich immer weiter. Und damit wird der Tumor primär, also an der am Entstehungsort immer größer. Und wenn er größer wird, fängt er an, Anschluss an Lymphbahnen oder an die Blutgefäße zu bekommen.